Sie ist Expertin für Journalismus im doppelten Sinne. Sie hat selber lange als Journalistin gearbeitet, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Und inzwischen schaut sie sich ihren Beruf auch von wissenschaftlicher Seite an. Sie ist Professorin für Medienwandel an der UdK, der Universität der Künste in Berlin, und arbeitet zusammen mit dem Reuters Institute for Journalism an der renommierten Universität in Oxford. Sie hat ein Buch geschrieben über dieses Thema, Mehr Wahrheit wagen, warum Demokratien einen starken Journalismus brauchen. Ich begrüße bei uns im BR24 Medientalk Alexandra Borchert. Hallo. Grüß Sie, Pizza. Journalismus ist unter Druck geraten durch viele Krisen, die wir zurzeit haben. Ob wir auf die Pandemie schauen, ob wir auf politische Krisen schauen in den USA, in Großbritannien. Bleiben wir erstmal in Deutschland. Wie hat sich denn Journalismus hierzulande durch die Corona-Krise verändert? Hat er sich verändert? Was beobachten Sie? Ja, das sind zwei Sachen. Der Journalismus tut natürlich während der Corona-Krise das, was er besonders gut kann, nämlich über aktuelle Dinge berichten. Da stellen ihm ja die Zuschauerinnen, Zuschauer, Leserinnen und Hörer immer ein gutes Zeugnis aus. Also der Journalismus als solcher hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Das Vertrauen in den Journalismus hat sich ein bisschen verändert, und zwar hat sich das erhöht durch Corona. Das ist auch ganz klar, weil die Leute nach Orientierung suchen, die suchen nach Informationen, die stimmen, und da greifen sie tatsächlich sehr viel stärker als vorher zunächst erstmal auf etablierte Medienmarken zurück, weil offensichtlich die Institutionen, also die Politik, aber auch Freunde und Familie ihnen diese Informationen offensichtlich nicht so in dem Maße bieten können. Also das Vertrauen in den Journalismus hat sich hier in Deutschland zumindest erstmal verstärkt. Der Journalismus selber, der ja, ist zu Hochform aufgelaufen und hat auch ordentlich profitiert durch steigende Zugriffszahlen, zumindest am Anfang der Krise. Aber nun wird uns ja auch im Journalismus vorgeworfen, wir würden zu alarmistisch berichten, wir würden sogar manchmal Panik schüren, wir wären vielleicht zu nahe dran an der Politik, würden deren Entscheidungen in Sachen Corona-Beschränkungen nicht kritisch genug hinterfragen. Was antworten Sie diesen Leuten? Ja, man sollte das keinesfalls ignorieren, denn da ist ja was Wahres dran. Wenn man wirklich rund um die Uhr mit Eilmeldungen, mit Meldungen auf dem Smartphone-Bildschirm einfach auf dieses Thema immer geworfen wird, dann kann man den gewissen Alarmismus ja auch gar nicht leugnen. Das ist schon sehr viel und in ungeheurer Fülle. Und ja, Studien zum Medienkonsum zeigen ja auch, dass Leute sich von Fülle oft überwältigt und auch überfordert fühlen und dann auch aus dem Medienkonsum aussteigen. Das gilt für ungefähr ein Drittel. Das hat so die Forschung des Reuters-Instituts immer ergeben. Aber ab wann ist es zu viel? Ich glaube, da muss auch jede Redaktion eine Antwort drauf finden. Denn wenn wir die Leute verlieren, wenn wir das Publikum verlieren, haben wir ja auch nichts davon. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es ist ja dramatisch, wenn bis zu einem Drittel der Leute sich aus dem Journalismus, aus der aktuellen Berichterstattung verabschiedet haben und im Zweifelsfall dann vielleicht auch auf sehr merkwürdige Quellen zurückgreifen und glauben, damit seien sie informiert. Also ist es nicht ein sehr viel ernsteres Problem? Müssten wir nicht sehr viel stärker innehalten in den Medien, wir, die wir eben täglich berichten und uns überlegen, wie wir diese Verlorenen überhaupt noch erreichen und informieren können? Haben Sie da irgendeinen Ratschlag, irgendeine Idee, wie man damit umgehen sollte? Also erklären ist natürlich wichtig und auch wirklich Experten zu Wort kommen lassen, wirklich auch weggehen von diesem Reflex, immer als erstes die Politiker und Politikerinnen befragen zu müssen. Das ist ja im Journalismus so. So dieses, nenne ich ja auch gerne, so dieses He said, she said Journalism. Und dann natürlich auch immer dem Publikum ganz transparent auch klar machen, es geht hier nicht darum, irgendeine Wahrheit zu verkünden. Denn letztlich, man weiß noch viel zu wenig über dieses Virus, um wirklich so eine letztgültige Handlungsempfehlung immer zu geben, sondern einfach mit dieser, auch berichten mit dieser Einstellung, wir berichten, was wir wissen, und es gibt auch eine ganze Menge,
was wir nicht wissen. Schauen wir mal auf eine andere Krise, eine Krise der Demokratie, die man in den USA im Moment leider ausmachen kann und muss. Trump regiert ja unter anderem über Twitter. Die Tweets werden aber von der Bevölkerung eigentlich gar nicht so stark wahrgenommen, weil der Durchschnittsmensch eigentlich nicht auf Twitter ist, sondern vielleicht eher auf Facebook, TikTok oder ähnlichen Plattformen. Aber die Journalisten sind alle auf Twitter und wir tragen über die Tweets, darüber, dass wir das berichten, das ja auch weiter. Wie sehen Sie dieses Zusammenspiel zwischen Twitter, dem Präsidenten, den Medien, die das dann sozusagen verstärken und zum Teil auch skandalisieren und so weiter? Ist da so eine Schieflage entstanden? Tatsächlich gibt es diesen Effekt, dass Trump zwar wahnsinnig viel auf Twitter ist, aber hauptsächlich die etablierten, die Massenmedien dafür sorgen, auch die Inhalte dieser Tweets zu verbreiten. Dazu gehören natürlich auch Medien wie Fox News, also so sein Haussender, der immer alles aufgreift. Aber es gab gerade eine sehr große Studie aus Harvard, die auch dem bescheinigt hat, also Trump als wirklich große Quelle auch von Falschinformationen mit Unterstützung der Massenmedien sorgen dafür, dass Falschinformationen, Fake News, wie wir sie ja auch nennen, wirklich verbreitet werden. Und es sind gar nicht die sozialen Netzwerke, die diese Nachrichten in erster Linie verbreiten. Das mag manch einen irgendwie überraschen, aber vielleicht, wenn man so an die eigenen Gewohnheiten denkt, dann vielleicht auch wieder nicht. Also die Medien sollten sich schon immer sehr genau überlegen, was ist ihre Rolle? Müssen sie wirklich alles weiter verbreiten? Sollten sie vielleicht einfach auch mal bei sehr abstrusen Geschichten irgendwie auch mal sich zurücknehmen und sagen, das müssen wir jetzt nicht in aller Größe ausspielen. Aber was ich immer noch ganz viel wichtiger finde, wirklich sich nicht immer nur von anderen, in dem Fall eben auch von Politikern, es gibt ja nicht nur Trump, es gibt ja in verschiedensten Ländern auch solche Politiker, die so populistisch agieren, sich nicht vor den hertreiben zu lassen und die nicht immer die Agenda setzen lassen. Das ist ganz wichtig für den Journalismus, dass er selbst die Agenda setzt, selbst recherchiert, selbst Themen setzt und vielleicht auch mal ignoriert, was Politiker als Themen setzen wollen. Da wird oft viel zu viel Zeit drauf verschwendet und viel zu viel Energie, die anderswo viel besser eingesetzt wäre. Diese Analyse, die Sie da gerade gemacht haben, die würde ja auch sehr gut und die passt ja auch sehr gut auf Großbritannien. Sie haben ja selber da eine Zeit lang gelebt auch. Und der Brexit ist ja auch ein sehr komplexes Thema und ein Thema, was eben auch über Falschmeldungen zum Teil gespielt wird, wo eben einzelne Meldungen aufgeblasen werden, wo Social Media eine große Rolle spielt, wo die Medien auch nicht immer in Großbritannien sehr wahrheitsbezogen vielleicht berichten. Ist das Thema Brexit so komplex, dass die Medien in Großbritannien versagt haben? Würden Sie so weit gehen? Wenn man in Großbritannien lebt, dann kriegt man einfach immer so dieses, ja, the UK and Europe. Ja, Europe, das sind immer die anderen. Die Briten sehen sich kaum als Europäer. Und das hat natürlich damals diese ganze Kampagne, diese ganze Abstimmung auch sehr stark verzerrt. Die sozialen Netzwerke haben da gar keine so große Rolle gespielt, wie so insgesamt eine Stimmung in der Bevölkerung, die von den etablierten Medien unterstützt wurde. Also der Journalismus hat eine große Verantwortung und sollte sich vielleicht öfters mal zurücknehmen und auch überlegen, was man mit der Berichterstattung eigentlich erreicht und was man vielleicht auch anstellt im negativen Sinne. Das war Alexandra Borchardt, Journalismus-Expertin und selber Journalistin. Vielen Dank, dass Sie bei BR24 Medientalk dabei waren. Sehr gerne, Frau Fitzer.